Hallo liebe Tasty Food Freunde, Kalimera und herzlich willkommen zu einem weiteren Zypern Spezial. Heute begrüßen wir euch direkt vom Fischerhafen aus der schönen Stadt Paphos. Also kommt doch einfach mit! Und passend zu der Location gibt es bei uns heute frischen Fisch. Paphos liegt an der Südwestküste von Zypern. Es gibt eine gemütliche Altstadt mit tollen Geschäften, eine alte Markthalle, in der man super Souvenirs kaufen kann und eine wunderschöne Promenade, die mit Palmen geschmückt ist. Am Ende der Promenade befindet sich der Hafen der Stadt mit zahlreichen Fischrestaurants und bunten Fischerbooten. Total herrlich. Hier kaufen wir doch gleich ganz frisch unseren leckeren Fisch ein. Hier in der Nähe befindet sich auch eine mittelalterliche Festung und archäologische Ausgrabungen. Eine sehr schöne Stadt. Nun werden wir ein ganz besonderes Highlight mit euch teilen, die Avakas-Schlucht. Sie liegt nur 20 Kilometer nördlich von Paphos entfernt und ist ein absolutes Naturspektakel. Der Weg vom Parkplatz zur Schlucht ist zwar recht anspruchsvoll, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Festes Schuhwerk, ein absolutes Muss. Der Eintritt ist kostenlos und ohne Begleitung möglich. Die Durchquerung der Schlucht ist eine wirklich lohnende Wanderung über einige Steine und Felsen in einem Flussbett. Das Wasser plätschert herrlich und es ist angenehm kühl in der Schlucht. Der Anblick ist wirklich atemberaubend schön. Die Avakas-Schlucht ist übrigens durch einen mächtigen Gebirgsfluss entstanden, der sich über tausende Jahre hinweg in den Kalkstein schnitt. Die Steilwände sind bis zu 30 Meter hoch. Wirklich total beeindruckend. So schön es hier ist und so gerne wir wandern, es macht wirklich hungrig. Also kümmern wir uns doch jetzt mal um unseren Fisch. Wir grillen heute eine frische, leckere Seebrasse und die ist hier vor kurzem noch rumgeschwommen. Und während der Grill schön durchzieht, bereiten wir schon mal unseren Fisch vor. Den Fisch haben wir ganz frisch gekauft. Er wurde bereits ausgenommen und entschuppt. Wir füllen ihn mit Zitrone, Oregano, Salz und Knoblauch. Die genauen Mengenangaben nach dem Tasty Food Style findet ihr wie immer in unserer Videobeschreibung. Zitrone und Knoblauch schneiden wir jetzt in Scheiben. Ein kleiner Tipp zum Knoblauchschneiden: die Enden rechts und links abschneiden. Mit dem Messerrücken einmal fest drauf drücken, dann lässt sich der Knoblauch viel einfacher schälen. Jetzt geht's los mit der Füllung. Jetzt noch einen kleinen Schuss Olivenöl, aber nicht zu viel, damit es nicht rausläuft und sich im Grill entzündet. Nach ca. 10 Minuten kann der Fisch einmal gewendet werden. Unser Fisch ist fertig. Und dazu schmeckt richtig lecker ein schöner, frischer Village-Salat. Das Rezept verlinken wir euch mal oben in der Infobox. Probieren wir doch mal, ob er auch so schmeckt, wie er aussieht. Schön saftig und nicht zu trocken. Und man schmeckt das Grillaroma. Holzkohle ist einfach ein Traum. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachgrillen, lasst es euch gut schmecken und abonniert doch unbedingt unseren Kanal, damit ihr auch beim nächsten Zypern-Spezial mit dabei seid. Bis bald. Tschüss.